Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Review. Heute geht es um German Flavors Vanillepudding. Das Ganze riecht nach Vanille, aber nur sehr, sehr schwach, wenn man dran riecht. Und man strengt sich an und riecht es dann riecht man eine Vanille. Tatsächlich auch so eine Süße, wie als wenn man jetzt tatsächlich so einen billig Vanillepudding aufmacht. Keine Ahnung, diesen schaumigen für 19 Cent oder was auch immer. Wenn man so dran riecht, riecht sehr lecker. Dampft man das Ganze aber, kriegt man eine herbe Vanille. Und ich würde vom Geschmack her sagen, es ist nicht eine Art Vanillepudding, sondern eher so ein wirklich herber Vanillegeschmack, so wie Vanilletabak. Also Pudding kann ich hier leider nicht rausschmecken. Und auch hier habe ich schon die ganze Zeit gedampft, um irgendwie zu testen, ob ich irgendwie den Puddinggeschmack noch rauskriege. Ich habe es heiß gedampft, ich habe es ein bisschen abkühlen lassen, ich habe es einziehen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich merke kein Pudding. Ich merke nur eine herbe Vanillenote, die halt schon eher vergleichbar ist mit Vanilletabak. Das finde ich persönlich etwas schade, denn als Liquid habe ich mir auch Vanilletabak bestellt, um halt tatsächlich diesen Geschmack zu kriegen. Ich bin mal gespannt, wie denn dann nachher der Vanilletabak schmeckt. Ob er genauso schmeckt, ob die sich einfach nur vertan haben, dass ich tatsächlich einen falschen Flavor gekriegt habe. Oder ob dann der Vanilletabak noch herber ist als das Ganze hier. Schade. Also wie gesagt, ich hätte mir jetzt gedacht, ich kriege hier so eine richtig schöne süße Vanillenote mit diesem mousigen, cremigen, auch von diesem Pudding. Aber hier wurde ich leider enttäuscht. Also wenn ihr tatsächlich nach einem Vanillepudding sucht, würde ich hier tatsächlich von abraten. Gut, ich hoffe, euch hat das Review wieder gefallen und auch weitergeholfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.